Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un wird in den kommenden Tagen nach Russland reisen, um dort Präsident Wladimir Putin zu treffen. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, sei der Zug des Staatschefs offenbar bereits auf dem Weg nach Russland. Nach US-Angaben will Kim bei dem Treffen mit dem Kreml-Chef über Waffenlieferungen an Moskau verhandeln. Moskau und Pyongyang hatten bereits Mitte August angekündigt, ihre Zusammenarbeit auszuweiten und unter anderem im Verteidigungsbereich enger zu kooperieren. Russland ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Verbündeter von Nordkorea. Das international weitgehend isolierte Land hatte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine von Beginn an unterstützt.